wir haben natürlich vielleicht eine besondere Situation mit Liechtenstein, weil unsere Spieler nicht alle Vollprofis sind. Und wir waren ein wenig vorbereitet, nicht auf das, aber auf eine ähnliche Situation, dass wir unsere Spielern zum Großteil zusätzliche Hausaufgaben machen. Und wir haben da Datenbanken mit fertigen Trainings etc., Zusatzsteuerung. Und da waren wir schon ständig im Kontakt mit unseren Spielern. Das haben wir jetzt einfach intensiviert in der Phase, wo keiner trainieren durfte. Also waren wir zufälligerweise recht gut darauf vorbereitet. Wir sind ein kleiner Verband und es ist nicht nur gemessen immer an Ergebnissen, sondern wirklich an die Struktur. Wir sind auch zuständig dafür, dass wir sind Vorbilder für das, wie wir unser Land präsentieren oder nicht nur unser Land, sondern auch Vorbilder für die Jugend. Wenn man dann mit unseren begrenzten Möglichkeiten auch teilweise Erfolge erreichen kann oder vielleicht gegen die Großen, die gut auszusehen oder eventuell noch zu punkten, bringt es natürlich unglaublich vieles Positives, nicht nur für unsere Jungen, sondern für das Land und für unsere Arbeit. Deutschland ist immer der Favorit in jeder Turnier. Also es ist einfach vom Potenzial und es ist natürlich auch nicht immer einfach, mal einen Umbruch zu machen. Die haben Titel geholt, also die wissen, wie es geht. Und ich glaube, das ist ein eingespieltes Team und so wie ich das Trainerteam von rund um Jogi Löw mit ihm zusammen bin, ich absolut davon überzeugt, dass die sicherlich offen sind für neue Sachen und nicht nur genau das Gleiche machen, was die 2008 gemacht haben.